Bullseye. Angebot für Rodrigo Silva, auch der soll ja auslaufen, ne? Wir lehnen mal ab und hoffen, dass er verlängert. Er würde verlängern. Sehr schön. In der Regel. Auch da, ne, bin ich gar nicht dagegen, höheres Gehalt zu zahlen. Klar, strapaziert das ein bisschen das Gehaltsbudget, ganz klar, ne? Verstehe ich absolut. Aber wie gesagt, ist vielleicht in dem Hinblick auf die Tatsache, dass wir dann anderen Spielern mehr Gehalt zahlen können. Weil es scheitert oft nicht daran, dass wir das Geld nicht hätten, sondern dass der Vorstand uns das Geld nicht ausgeben lässt, quasi. Klar treiben wir jetzt das Durchschnittsgehalt nach oben, aber vielleicht ist das einfach mal nötig, um uns die Spieler zu holen, die uns dann wirklich vorwärts bringen würden. Max, den werde ich wahrscheinlich nicht verlängern. Hört er vielleicht sowieso auf? Nee. Hampson weiß ich noch nicht. Anderen beiden würde ich auf jeden Fall gut. Rodrigo Silva haben wir jetzt sowieso ein Angebot gemacht. Aber bei Hauser ist das so ein Ding, ne? Ja, ich habe doch ein Angebot für den Jugendtrainer gemacht. Bleib doch mal ruhig. Bleiben Sie doch mal ruhig, junger Mann. Kaufangebot für Bailey Wright. Was? Ah, der IV. Ah, das ist ohne Verein, ne? Ja, I guess. $875,000 für Hauser. Nö. Ihr wollt ihn haben, dann müsst ihr schon mehr Geld zahlen. Dann sucht ihn doch. Bam, bam. Taktik, Fitness, Teamwork, Fitness, Teamwork. Abfahrt. Abifati, Birdie Town. Das ist das erste Freundschaftsspiel. Ja. Können wir mal anbieten? Mittelfristig wird zu Stammspieler. Nee. Wird auch nicht passieren, ne? Sind wir mal ehrlich. Gucken wir einfach mal. So, Fraser. Die Kaufoption steht, glaube ich. Oder? Yes. Das ist frech, oder? Das ist jetzt frech, mehr Geld, weniger Geld zu bieten als vorher, oder? Oder ist es so ein Druckmittel, so, ja, okay, dann halt nur 37,5 und die sagen, ah, komm, okay. Zeugerhandschein auf Transferliste. Okay, der Mittelfeldspieler geht zu Exeter. Hä, wieso soll ich den Rodrigo, was ist denn hier los? Nein, ablehnen. Rodrigo Silva verlängert, das ist sehr, sehr schön. Tolgahan Shahin auf der Transferliste, das ist vielleicht interessant. Hat aber nur 58er ZM, ne? Dafür ist er mir ein bisschen teuer, das ist hier bei Cambridge United. Wäre aber theoretisch machbar. Was kostet er denn? 5,25. Direkt wieder verleihen macht, glaube ich, keinen Sinn, entwicklungstechnisch, ne? Nee. Ich glaube nicht, dass ich so viel Geld für Tolga anscheinend bezahlen will, bin ich ehrlich. Der geht, der Mitarbeiter verlängert, dafür kommt der andere, das ist sehr schön. Dann können wir Aufgaben übertragen, die Jugendmannschaft an Carl Emberson abgeben. Dann soll der das wieder machen, sehr, sehr schön. Dann haben wir das wieder von der Brust, wa? Es ist ja echt schön, noch einen Scout zu haben, aber dazu brauchen wir halt mehr. Baukostenbudget. Ich schaue, dass Jermaine nicht noch einen Stern bekommt. Klar, ich glaube, wir werden halt auf kurz oder lang auch gucken müssen, ob wir nicht Jermaine Richtung Bank schieben, ne? Dadurch, dass er den Stern nicht bekommen hat, hat es ihm das wahrscheinlich ein bisschen das Genick gebrochen. Weil das funktioniert halt dann langfristig nicht mehr. Wird halt nicht jünger, ne? Ich hätte nichts dagegen, Zion Young jetzt ein bisschen einzugliedern. Also vielleicht ein bisschen abzuwechseln, Zion Young ein bisschen langsam reinzubringen.
So, keine Ahnung, 60% der Spiele, 65% Jermaine zu spielen lassen und den Rest an Zion Young, damit der ein bisschen entwickelt wird und dann vielleicht nächste Saison fähig ist, den Stammplatz zu übernehmen. Das ist vielleicht so eine Möglichkeit. Oder natürlich zu gucken, ob wir einen bekommen, der stark genug ist, das Team wirklich so zu verbessern, dass er den Stammplatz sofort bekommt, ne? Dazu müssen wir dann aber den anderen wieder in die Zion Young wieder in die zweite schieben, dann, ne? Ganz klar. So. Bailey Wright ist da. Das ist schön. Das heißt, Tomo kommt in die zweite. Jetzt haben wir aktuell eine sehr, sehr ausgeglichene Innenverteidigung. Wenn wir jetzt Fraser noch bekommen, können wir drüber reden, dann Hauser gehen zu lassen, ne? Wenn Fraser kommt. Firpo geht zu Man City. Was haben wir an Vereinslosen? Nichts super Bekanntes oder so? Nee. Nichts, was mir jetzt auf den ersten Blick was sagt. Schade. Kommen bestimmt noch ein paar. Sturm Graz holt sich bestimmt noch den einen oder anderen. Was halt Sturm Graz ist, ne? Okay, Fraser ist auch da. 62 ist ein Sechser. Möchte vielleicht zurück nach Österreich. Wahrscheinlich liegt es aktuell am Geld, ne? Das ist mir durchaus bewusst. Aber ist halt so. Wir versuchen das jetzt erstmal mit dem Budget, mit dem Geld. Weil das steht halt überall nicht interessiert, das wird halt vor allem geldtechnische Gründe haben, glaube ich. Nicht, weil der zu schlecht ist oder so für die Mannschaft. Also in der Championship ist da vielleicht wieder was anderes, ne? Da kommen wir vielleicht langsam in die Region, wo es ist, okay, der ist uns nicht gut genug oder so, ne? Aber nicht in der League One und League Two. Dazu ist er jetzt schon zu gut, tatsächlich. Wir können mal in China gucken. Weil die mehr Geld haben, gefühlt. Vielleicht in den USA. Ich würde auch eventuell den Spielagenten beauftragen, aber das ist so viel Geld für uns. Also auf der einen Seite ist das so oder so viel Geld für uns, ne? Aber das ist dann schon wieder so viel Geld, dass ich eigentlich nicht jetzt nur 5% davon abdrücken wollen würde. Tatsächlich. Ist das weird? Nee, ne? Also es gab ja immerhin eine Mannschaft aus China, die interessiert wäre, aber die angeblich schon mit einem anderen Spieler verhandelt, ne? Das heißt, vielleicht gibt es eine Mannschaft, die einen Preis in der Region zahlen wird. Maybe. Aber das gestaltet sich gar nicht so einfach. Komm, Hansa oder 60? Ja, Markus, was geht, was geht, was geht? Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Mehr oder weniger gezwungenermaßen, ja. Weil er halt Gehaltsvorstellungen hat, die absolut nicht stemmbar sind und jetzt halt die Tendenz angeht, okay, dann versuchen wir das Geld mitzunehmen, weil er trotzdem nicht wenig wert ist, anstatt ihn jetzt noch das Jahr auszulutschen quasi. Also so ist jetzt der Gedankengang stand jetzt. Der liegt wirklich in Gefilden von Gehalt, die halt nicht. Ja, in China gibt es einfach einen. Die zahlen würden, hier Shanghai Shenhua, aber verhandeln wohl gerade schon mit wem. Es wird am Geld liegen. Vielleicht kurz, um das mit dem Ding nochmal zu erläutern. Wir starten bei 215.000. Das kriegen wir nicht gedrückt.
Ich habe jetzt schon ältere angeboten für 40, 50k, ne? Also ich will schon das Durchschnittsgehalt ein bisschen hoch nach oben ziehen, weil das Problem bei uns ja öfters ist, dass der Vorstand uns nicht erlaubt, so viel zu zahlen, wie ich zahlen möchte und nicht zwingend daran, dass wir das Geld nicht haben. Also der Vorstand hindert uns eher daran, das Geld auszugeben, als dass wir es nicht haben. Deshalb halte ich es vielleicht für gar nicht so unschlau, vielleicht mal ein paar Spielern mehr Geld zu zahlen, auch wenn das natürlich dann auf kurz oder lang alle Spieler ein bisschen in die Höhe treiben wird, weil dann sich Leute unfair bezahlt fühlen und so weiter und so fort. Aber ich denke, im Hinblick auf zukünftige Einkäufe, Vertragsverlängerungen und so weiter, wird es dann notwendig. Ich glaube, wir müssen echt mit dem Geld runter. Vielleicht ein bisschen unrealistisch. Und der Vorstand, realistisch wie er ist, ne, möchte natürlich, dass wir aufsteigen. Ich sitze mit 1,4 und 800k aus, wenn wir mal so starten. Da fangen wir in China an. Sag mal. Das kann doch jetzt nicht sein. Okay, wir machen jetzt den Spielagenten. 850k. Mal gucken, haben wir mehrere Angebote. 875 ist das höchste Angebot aktuell. Na gut, wir versuchen mal mit 59 gegen vielleicht. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Mal 59 countern. Ist auch trotzdem kein schlechtes Geld für uns. Vielleicht bei sogar mit einem Mio, weil das einen haben sie nicht abgebrochen jetzt, ne? Bisher? Aha, ist immer noch keine gescheitert. Okay, wir konnten mal eine Mio bei allen. Aktuell hat noch keine abgelehnt. Eins, weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten werden, aber wir können mal ein paar versuchen mit 1, 2, ne? Okay, ist aber auch noch keine gescheitert. Schü. Wir versuchen es. Dein Wort in Gottes Ohren. Die werden uns jetzt abspringen, weil wir wieder hochgegangen sind, ne? Alcoron und Apoel, glaube ich, waren das. Ich gehe davon aus, die werden abspringen. Verständlicherweise, die finden sich ein bisschen gemobbt wahrscheinlich. Yes. Swiderski fällt 3 Wochen aus. Das, ja, lieber jetzt als später, ne? Macht das Sinn? Ich glaube. So. Ist natürlich schön, die A ist weiterhin in der Liga. Das hilft uns natürlich in der Entwicklung der Jugend ungemein. Wir gucken jetzt auch gleich mal nach der Kaderplanung von der zweiten Plus Minus. Ich habe jetzt Tomo schon runtergeschickt. Wir haben Bailey Wright geholt. Ein erfahrener Innenverteidiger aus Australien. Also gespielt hat er. Nur in England tatsächlich. Haben wir geholt für Lau. War ablösefrei. Also ohne Verein. Und wir haben geholt Nicholas Fraser. Ein mit 62 mit Kaufoption von der Mio. Eine Kaufoption von 1 Million von Manchester City. So. Könnte man natürlich theoretisch ziehen. Du hattest was erzählt. Ich weiß es aber nicht. Wenn es in Richtung N war, dann nicht, ne? Also ich habe dann, als ich gesagt habe, ich gehe in Lurk, auch nichts mehr mitbekommen. Das war, ich habe halt nur noch laufen lassen. Also wenn da noch was war, nicht mehr, ne. Genau, also wir haben 4 IVs, wir haben auch Tomo runtergeschoben und haben trotzdem 4 IVs, auch wenn wir Hauser verkaufen, denn Dabrowski ist auch noch hier. Ach ja, ja, genau, doch, das hatte ich mitbekommen, ja, das hattest du erzählt, genau. Yes, dann ist noch eine Möglichkeit, einen Ersatz für Piqué zu holen und Piqué runterzuschieben, ne, weil auch der hat 32. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, ja. Und ein Außenstürmer. Wir haben jetzt mal Zion Young reingepackt. Der kommt aus der Jugend. Aber ist jetzt, weiß ich nicht, ob das die beste Option ist. Ich würde ihn eher halt in der zweiten spielen lassen. Verleihen können wir nämlich leider nicht. Doch, könnten wir. Eventuell würde ich ihn verleihen sogar. Lass ihn verleihen, Digga. Ganz ehrlich. Why not? North? National League? Irgendwer, der einen Außenstürmer sucht, Digga? Tower Hamlets. Gehaltsbudget. Da kriegen wir hin. Solange bei euch spielt, kriegen wir das hin. Also können wir natürlich nicht beeinflussen, aber ich hoffe halt. Yes. Sehr schön. So. Jetzt können wir das grundsätzlich mal in der zweiten hier machen mit Spielern mit viel Potenzial. Der hier zum Beispiel. Zack. Leihe einfach mal ein paar Spieler verleihen. Dass sie ein bisschen Spielpraxis bekommen.
Und nicht jetzt zwingend die Plätze aus der zweiten dafür in Anspruch nehmen. Natürlich könnten sie das wahrscheinlich, ne? Die sind gar nicht so schlecht. Aber dann haben wir auch noch die Möglichkeit, trotzdem noch Leute aus der Jugend hochzuziehen. Baggage können wir nicht. Der möchte aktuell nicht verlängern und läuft halt Stand jetzt aus. Ich hoffe, dass Leistungen oder grundsätzlich die Leistungen der zweiten Mannschaft ihn dazu bewegen könnten, dann noch zu verlängern. Das ist der, der ursprünglich mal Neuner war, ne? Lowest oft. Ja, zu Lowest oft. Heute war Hashtag-Spiel, ne? New Salamis. Sollte morgen das Spiel ab sein auf YouTube. Bin mir gerade so ein. Aber was gut ist, AT ist wieder in der Startelf und nicht Olly Miles. So viel habe ich gesehen auf Insta. Sag mal. Ja, wenn Not am Mann ist, definitiv. Also wollten wir letztes Jahr auch so machen. Letztendlich war es nicht wirklich nötig meistens. Aber das war ja mitunter der Grund, warum ich nie einen vierten Außenstürmer geholt habe. Wir spielen ja seit 2 Jahren oder so mit 3 Außenstürmern. Wo ich ja eigentlich, wie du weißt, versuche, meine Position doppelt zu besetzen. Aber Baggage war der Grund, warum ich dann letztendlich keinen vierten geholt habe. Weil ich gesagt habe, okay, dann können wir notfalls Baggage da spielen lassen. Okay, das andere sind zwar Sechser, Fern und so, aber jetzt keinem mit super viel Talent. Jetzt können wir maximal noch die Jungen versuchen zu verkaufen, allgemein. Also zum Beispiel ihn. Also habe ich zu verkaufen gesagt? Zu verleihen meinte ich natürlich. Werde ich gleich mal machen. Gehaltsbudget. Meine Güte, dass die alle kein Geld. Also eure Armut kotzt mich an, Digga. Mann! Ihr Geringverdiener, Alter. Gut, der wird zu schlecht sein tatsächlich, ne? Ja, scheint so. Popovic, Švetkovičky haben wir geguckt, ne? Ist echt so, ist echt so. Basham. So, einfach mal ein bisschen ausdünnen. Wie gesagt, wenn die anderswo gegebenenfalls Spielpraxis sammeln können, ist das super. Weil es gibt uns halt die Möglichkeit dann, wenn wir hier einen dünneren Kader haben, auch wenn, keine Ahnung, wenn wir dann am Ende nur noch 18 Spiele übrig haben, ist es gar nicht so schlecht, weil dann haben wir die Möglichkeit, Spieler aus der Jugend in die zweite zu ziehen, um die aufzufüllen und dann quasi denen dort gegebenenfalls Spielzeit zu geben und dafür dann wieder Plätze in der Jugend zu schaffen. Ne? Wir denken ja voraus. Okay, Boggle können wir nicht. Okay, die anderen werden jetzt aber alle vertragstechnisch Probleme haben, weil die tendenziell auslaufen wahrscheinlich. Hoffe ich halt, dass wir dann den einen oder anderen vielleicht noch verlängern können, wobei das meiste Fünfer sind, ne? Die sind jetzt langsam in dem Bereich, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die primäre, das primäre Ziel für die erste, ne? Für die, ja doch. So, jetzt gucken wir erstmal, wobei wir nicht viel Luft anhaben werden, tatsächlich, ne? Da werden die meisten, also wir haben jetzt ein bisschen ausgemessen, ne? Da sind 5, 6 Spieler dabei. Aber dann haben wir immer noch einen Kader, der eigentlich zu groß ist, quasi potenziell. So, wir suchen mal nach Achtern. Also so quasi. Wir machen mal ab 50. Das Ding ist halt. Ja, wir gucken einfach mal. Wir haben sogar. 72 Kock. Das war doch Bait jetzt. Das war doch Bait. Aber, hui. Hui. Aber der kostet halt sehr, sehr viel Gehalt. Und ist ein Marktwert, den wir uns nie holen werden können. Ne? Der ist schnell zufrieden. Ja, ist ein solider Keeper. Aber wir haben auch Pomtole. Also wir haben einen Jugendkeeper und den Keeper in der ersten. Das sind tatsächlich das meiste Keeper. Und hier ein RV. Der RV ist dann eher sowas, okay. Könnte man theoretisch drüber reden. Kriegt aber auch sehr, sehr viel Gehalt, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich keiner dabei, den ich holen würde, um ehrlich zu sein. RV, was haben wir? RV? Pitcher. Pitcher und eigentlich Swiderski. Aber Swiderski erst geholt für 80k. Hauser wurmt mich schon ein bisschen, bin ich ehrlich. Aber gut. Den würde ich schon gerne verlängern. Swiderski. Ja. Wir machen mal nur 7er, dass wir jetzt die 8er nicht noch mitkriegen. Ne? Die haben wir gesehen.
Schon, Gehalt ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Machen wir 50. Bam, kann mir übel. Ja, aber den haben wir da auch seit Jahren drin, ne? Keine Ahnung, gefühlt seitdem der 16 ist, habe ich den da drin, aber jedes Mal, ne? Joe Downey ist in einer Position, die wir nicht unbedingt brauchen. Joe Downey auch jetzt nicht so prima mit den Positionen. Klar kann er Außenstürmer spielen, aber ist halt eine sehr sekundäre Position bei ihm. Eher wie eine Möglichkeit, weil halt ZM eine Option ist, ne? Wenn wir, weil halt PK tendenziell ja eher rausfallen wird, so langsam, ne? Aber wenn, dann müssen wir ihn kaufen. Und dann kostet das 900k. Dann können wir es dann maximal holen für das Geld von Hauser, ne? Dann können wir das überlegen. Nehmen wir es ins Blickfeld. Der genauso, wobei der ist schnell zufrieden und braucht Aufmerksamkeit, weiß nicht. DJ To-O. Der Name ist halt geil, ne? Also, ist aber auch schnell zufrieden. Camillo Ray Dominic. Auch ein sehr schöner Name. Ich fange schon wieder an. Und die anderen sind halt von der Stärke her uninteressant. Also wirklich, wenn dann eher können wir uns überlegen für das Geld von Hauser. 62er ZM. Ich meine, wir haben Rob und Rodrigo Silva. Rob ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Rob dann vielleicht langsam auf den dritten schieben. Rodrigo Silva ist ein guter. Und Tom Smith ist halt auch schon 31, ne? Vielleicht gar keine schlechte Option. Können wir uns im Hinterkopf. Wobei wir 600k, ne? 680. Was kostet der denn jetzt? Wer war das? Hier. 900 hat man gesagt, ne? Yes. 900 kostet uns. Das ist machbar wahrscheinlich, ne? Alles klar, Markus. Sei vorsichtig. Das ist gefährlich im Lurk. Macht denn die Heizung für Geräusche mitten in der Nacht? So. Spielergespräche sind wichtig, ne? Kennen wir uns aus. Aber im Training wird generell alles gegeben von jedem. Hoffe ich doch. Also fast jedem. So. Abfahrt. Könnte so langsam das letzte Spiel von Hause werden, ne? Könnte so langsam das letzte Spiel von Hause werden. Okay, Ridgeway so, aua. Huch. Und 8. 4 Buden Sean Jones. 2 Ryan Johnson. Let's go. Die werden das auch abbrechen, denke ich. Umzug, ja, auslaufende Verträge haben wir auf dem Schirm. Müssen wir aber halt, weiß ich nicht, ne? Ein Schritt nach dem anderen, Leute. Ein Schritt nach dem anderen. Guardiola zu Arsenal für 73 Mio. Illich zu Atletico für 19,5. Was haben wir noch? Villa ablösefrei zu Villa. Sturm Graz schlägt wieder zu. Sturm Graz schlägt wieder zu. Ach du Scheiße. Sind die geil? Nee. Nee. Kannst du keinem erzählen. Sturm Graz, Digga. Sturm Graz ist einfach anders. Aber wir haben jetzt nur noch die und Leighton Orient, ne? Ich lass mal die Mio stehen. Hier die 1-2. Yes. 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 Jo, Alex, was geht? Was geht? Danke für den Follow. Moinsen. Sean Jones, 1,7. Ach du Scheiße, jetzt kommen aber wilde Angebote, ne? Jetzt kommen aber wilde Angebote. Nee, eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich überhaupt nicht, ne? Bin ich ehrlich. Was sagt denn sein Gemütszustand? Zufrieden? Wenn ich es ablehne, ist er wahrscheinlich nicht mehr zufrieden, befürchte ich. Harald Hauser möchte höhere Liga spielen. Alles fein, ne? Sean Jones ist hier nicht dabei, tatsächlich, ne?
Ist auch immer noch zufrieden. Okay, 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 okay. Alles gut. Wenn er immer noch zufrieden ist, alles super. Dann chill, dann chill. Kein Ding. Ja. Die Frage, was wir aus Hause noch rausquetschen können. Das klingt auch weird, ne? Klingt ein bisschen weird. Gebe ich zu. Gebe ich zu. So, was haben wir hier dabei? DM, Stürmer, ZM Simon Ings. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Schnell zufrieden, never mind. Never mind. Nathaniel Barber, den haben wir auch schon seit letztem Jahr im Blick ein bisschen, ne? Ich meine, why not? Why not, wenn er will? Oh. Entschuldigung, bitte was? Nee, komm, lass stecken. Wenn der bei 200k anfängt, dann. Das Einzige, was wir machen könnten, Jugendmannschaft. 250k Handgeld und in die Jugendmannschaft und den dann hoch. Wieso sollte er aus unserer Jugendmannschaft. Okay, das war ein dummer Move. Das war ein dummer Move. Weil er aus unserer Jugendmannschaft ja nicht für billiger hochgehen wird als aus der anderen Jugendmannschaft, oder? Das war ein dummer Move. Wenn er jetzt kommt, haben wir Geld investiert und können ihn dann vielleicht trotzdem nicht hochholen. Weil wir dann immer noch nicht das Geld haben. Einfach machen wir noch. Die haben noch ein bisschen Geduld. Okay, noch geht. Das war ein dummer Move. Ich hoffe, dass er nicht kommt tatsächlich. Da dachte ich bin schlauer als das System. Aber letztendlich wurde ich gebaitet. Schwierig, bin ich ehrlich. Da habe ich nicht ordentlich drüber nachgedacht. Super letztes Spiel von Sean Jones. Ist eine absolute Maschine. Herzlich willkommen. Okay, ist noch rechtzeitig, alles gut. Großes Lob an Ethan Rob Campbell. Alles, Biganski auch. Pasqual, super. Rodrigo Silva, super. Ryan Johnson, super. Alle super gespielt, du. Herzlich willkommen an Bailey Wright. Hauser. Okay, ist er jetzt mit weniger zufrieden, ist die Frage, weil er hätte ja vorher schon verlängert, ne? Das ist das Ding, er hätte ja vorher schon verlängert. Aber wir können jetzt nicht, aktuell nicht verlängern, weil wir ein Ding laufen haben, ne? Okay, wir versuchen nochmal das Ding abzulehnen und wir versuchen nochmal, ob wir uns auf einen Vertrag einigen können mit Hauser. Wir versuchen nochmal die Beine, das Geld in die Hand zu nehmen. Weiß noch nicht, wie ich das dann mit den, weil wir dann quasi 5 Innenverteidiger haben, wie ich das dann mache, ne? Aber wir werden es versuchen. We will try. Aslani zu Man City für 72 Man City kauft wieder wild ein, ne? Ich warte nur darauf, dass gleich noch ein ablösefrei zu Sturm Graz geht für ein Apfel und ein Ei. Tatsächlich. Mitchell Baker zu Juve für 7. Er wächst einfach innerhalb von Brasilien für 24 Millionen oder so. Auch geil. 37, Entschuldigung. Whistle Kobe holt sich Fred. Aber doch, das ist der Fred wahrscheinlich. Alvaro Morata zu Brighton. Alvaro Morata zu Brighton. Also kommt das nächste zu uns. Let's go. Let's go. Alvaro Morata zu Brighton. Yes. Geiler Move. Sehr schön, Brighton. Wir bieten nochmal einen Vertrag an. Come on.